كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمتان حبيبتان، egal welche Hautfarbe, egal welche Sprache. Das Gebet vereinigt die Menschheit. Subhanallah. Und das geschieht durch den Islam. Und du, mein Bruder, meine Schwester, verlässt sowas. Und denkst, du musst nicht beten. Wer hat dir sowas erzählt? Wer hat dir sowas im Weg mitgegeben? Wer hat dir diese Mauer zwischen dir und die Ibadah zu Allah Ta'ala gestellt? Wie hast du diese Mauer errichtet, frage ich dich. Wo hast du dir das Erlaubnis genommen? Ich sag dir was. Allah Ta'ala ist der Grund, dass du lebst. Weil wenn Allah will, stirbst du. Jetzt! Vielleicht in 2-3 Minuten! In 10 oder 20! Vielleicht in 3 Stunden! Vielleicht in 3 Jahren! Aber du wirst sterben. Und du gehst zu Allah ohne das Gebet. Und das Erste, was Allah Ta'ala am jüngsten Tag fragen wird, von den Leuten, von den Muslimen, was wird er verlangen? Was wird Allah Ta'ala verlangen? Verlangt Allah Ausbildung? Nein! Verlangt Allah dafür, ob du gut beim Fußball warst? Verlangt er nicht! Verlangt Allah das, liebe Geschwister, ob du die Menschen dich erwähnt haben? Nein, verlangt er auch nicht! Verlangt Allah irgendwas anderes als das Gebet? Und wenn wir gerne sagen, der hat kein Gebet, dann sag ich will nichts von dem Wissen! Dann konntest du gespendet haben, wie du willst! Dann konntest du gemacht haben am Tag, wie du willst! Hast du nicht gebetet, will Allah Ta'ala nichts von dir wissen. Allah Subhanahu wa Ta'ala will nichts von dir wissen. Willst du zu den gehören, die nicht beten oder die mit ihrem Gebet spielen und beten, wann sie wollen, wie sie wollen? Subhanallah. Warum ist der Muslim so, dass er erst zur Moschee und so zum Gebet findet, wenn er krank oder wenn er Probleme hat? Oder wenn wir erstmal eine Veranstaltung machen müssen, dass die Leute zur Moschee kommen? Ich weiß, eben der Bruder, möge Allah ihn segnen, er hat ja euch gratuliert auf eine Art und Weise und gesagt, Alhamdulillah, dass ihr zahlreich erschienen seid. Und ich bin auch froh darüber, dass wir so viele Brüder sind. Aber ich bin sehr traurig darüber, wenn morgen Sonntag ist und zum Salat al-Fajr und zum Salat al-Dhuhr und Asr und Maghrib und Isha vielleicht nicht eine Reihe voll ist. Genau, jetzt frage ich mich, ich weiß nicht, wie ich diese Freude und die Trauer binden kann. Oder wie ich die auseinanderhalten kann. Oder wenn wieder in ein Jahr Ramadan ist, in ein paar Monate Ramadan wieder auf uns zukommt und du siehst die Muslime, wie sie die Pflichten vernachlässigen, sie kommen, sie beten nicht und aus ihrer Unwissenheit kommen sie und beten die Tarawih. Abu Bakr radiallahu anhu sagt, Allah Ta'ala nimmt keine freiwillige Pflichten, keine freiwillige Taten, wenn du nicht deine Pflichten verrichtet hast. Allah Ta'ala nimmt deine Freiwillige. Und Salat Tarawih, das Gebet im Ramadan, was wir nachts machen, ist freiwillig. Brüder, lernt das. Es ist freiwillig. Alle stürmen in die Moschee. Zum Dhuhr-Gebet ist kein Mensch da. Zum Asr auch nicht. Zum Maghrib nur, wenn es Iftar in der Moschee gibt. Ja, ihr lacht. Aber der Muslim denkt mit dem Magen. Und nicht mit dem Herz. Soll ich euch was sagen, was einer unserer Vorfahren gesagt hat? Er hat gesagt, der Körper leidet an Krankheit. Der Körper leidet, wenn er krank ist. Und wenn der Körper krank ist, dann kann er nicht alles tun. Dieser Salih sagt, der Körper leidet an der Krankheit. Das Herz leidet auch, aber an Sünden. Das Herz des Muslims, des Gläubigen, leidet an Sünden. So sagt er, wenn der Körper krank ist, kann er nicht einen Geschmack wahrnehmen von irgendeiner Nahrung, von irgendeinem ein Gericht, ich mach, gib dir jetzt was zu essen, ich mach die beste Mahlzeit.
Was magst du? Couscous oder ich weiß nicht, was Leute mögen. Ich mag nicht Couscous. Für mich machst du was anderes. Ich gebe dir die beste Mahlzeit mit. Wenn du krank bist, wirst du essen? Du sagst, ich kann nicht. Ich bin krank. Lass mich. Ich kann nicht essen, Mann. Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr wirklich krank wart und ihr könntet nicht essen? Ja, das hat jeder von uns mal erlebt. Dass wir krank waren, wir könnten nicht essen. Jetzt sagt dieser Mann, wenn das Herz krank ist, man kann das Herz keinen Geschmack von Ibadah fühlen. Dein Herz kann nicht die Anbetung zu Allah schmecken. Denn weißt du, warum manchmal, wenn du betest, du schmeckst es nicht? Dann wissen wir manchmal, warum wir, wenn wir was machen, wenn wir fasten oder spenden, wir schmecken irgendwie nichts dahinter. Weil vielleicht unser Herz voller Sünden ist. Und kein Mensch ist vom Fehler frei. Auch ich nicht, der hier steht. Ich habe Fehler. Und ich kenne keinen, liebe Geschwister, der keinen Fehler besitzt. Wir sind alle voller Fehler. Aber wisst ihr, was das Zauberwort ist, liebe Geschwister? Dass man durchhält. Dass man trotzdem geradeaus geht. Dass man Taube macht. Dass man Allah darum Vergebung bittet und nicht aufgibt. Denn wir leben zwischen Hoffnung und Bange. Zwischen Hoffnung und Bange. Wisst ihr, ein Vogel fliegt mit seinen Flügeln. Und habt ihr einen Vogel gesehen, der mit einem Flügel fliegen kann? Ja, habt ihr das gesehen? Nein. Oder dass der erstmal den einen macht, dann den anderen? Geht auch nicht. Er braucht beide. Gleichzeitig. Und wir auch. Wir brauchen Hoffnung und Bange gleichzeitig. Wenn wir zu Allah Ta'ala, wenn wir zu Allah Ta'ala rufen, wenn wir uns vor ihn stellen, wenn wir zu Allah Ta'ala beten, dann brauchen wir das. Hoffnung und Bange. Dass wir hoffen, dass Allah Ta'ala es annimmt und Angst haben, dass er es nicht akzeptiert. Meine liebe Geschwister, wir müssen ins Paradies gehen. Ich sage, wir müssen ins Paradies gehen. Ich weiß, dass uns das Paradies vielleicht nicht versprochen ist. Manche vielleicht von uns, ach, weißt du nicht. Möge Allah bewahren. Allahumma jarja minna. Möge Allah bewahren von der Hölle, vom Feuer. Aber liebe Geschwister, wir müssen ins Paradies gehen. Nicht wir wollen, wir müssen. Wer will von euch ins Feuer? Keiner. Deswegen musst du sagen, ich muss ins Paradies. Ich muss in Jannah. Ich habe keine Wahl. Ich werde mir keine Wahl geben, weil für mich ist Paradies der einzigste Weg. Der Weg zu Allah ist der einzigste Weg in mein Leben. Ich weiß nicht, was man den Leuten erzählen muss. Den Muslimen, dass die anfangen zu beten und Allah Ta'ala dienen. Was soll ich dir erzählen, Bruder und Schwester? Was muss ich dir mitgeben? Du hast das Buch Allahs und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und diese Sachen sind wahr. Der Prophet berichtet von Zeichen von der Stunde, wenn Tag des Gerichts ist, die Vorzeichen. Und wenn du die Vorzeichen liest, die vor 1400 Jahren erzählt worden sind vom Prophet, ist das selber, als wäre der Prophet unter uns am Leben. So geschehen diese Vorzeichen. Und du siehst die Muslime, subhanallah, laufen vom Gebet weg und laufen von der Moschee weg und gehen in die Disco. Und gehen in den Cafés und begeben sich mit schlechten Menschen und schlechten Männern und Frauen und begehen falsche Sachen und machen Sinner und machen Ripper und schimpfen und rauchen und schlagen Leute. Und dabei, die denken, die wären cool. Du bist gar nichts. Bei Allah. Du bist weniger als ein Wurm. Und wenn dich einer beleidigt fühlt, das ist mir egal. Doch in diesem Moment bist du weniger, wenn du das machst, bist du weniger als ein Wurm. Weil wenn du den Schutz Allahs nicht hast und du nicht Allah Ta'ala aufrufst, wie kannst du wertvoller sein als etwas, was Allah Ta'ala lobt?